Wer kennt schon den Salistock? Ich nicht. AB3XTZ Sabrina auch nicht. Wir sind mit zwei Bändchen sind wir da hochgefahren. Es war wirklich abenteuerlich, eine ganz glatte Bahn. Ja, und jetzt laufen wir noch ein Stückchen laufen. Und gehen zuerst auf dem Wanderweg hinterher und dann eigentlich von südwestlicher Seite der Rest hier, der Salistock, noch drauf. Weißt du, wo der Salistock ist? Vermutlich der dort. Also der so mit Schnee ist und Felsen? Ja, genau. Okay, gut. Prima, super. Ah, da hinten sehe ich auch den Titlis. Prima, also da oben ist auf jeden Fall nicht kälter wie da unten im Tal. Es war schon recht kalt gewesen, hat ein bisschen geschneit in der Nacht. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt da mal durch, hindern und versuchen so auf den Berg gut zu kommen. Ja, wieder mal ganz eine neue Gegend für uns. Wir sind in der Bergstation Ecke. 1412 Meter. Es gibt noch mal etwa 400 Meter da nur. Jawohl, sicher schnell Karten anschauen, aber der Weg wird da links durchgehen. Darauf und dann über. Nach ein paar Meter kommt wieder eine Alp. Und es geht weiter. Führen zu einem Wegweiser. Sabrina ist da schon unterwegs. Wir schauen mal, was dort steht. Der Salistock wird wohl nicht angeschrieben sein, weil er ja quasi weglos ist. Es führt keinen Weg hoch. Die letzten paar Meter muss man dann noch den Hang darauf. Der Schnee hat uns hier leider wieder eingeholt. Und jetzt hoffen wir doch, dass wir das heutige Ziel noch ohne Schnee erreichen. Vor allem der Schlamm hat uns auch eingeholt. He? Genau. Nach dem vielen Regen und Schnee ist alles ein bisschen schlammig hier. Auf den Alpen so oder so. Richtig. Da wünscht man sich doch eine richtige Gröll halten. Nein. Mal schauen, ob es irgendwie noch spannend wird auf den Salistock. Vorher hast du gesagt, es gehe durch Abstadt darauf. Genau. Aber auf der Karte habe ich gesehen, sind es etwa 400 Höhenmeter. Und vielleicht fängt es da vorne an von ansteigen. Mhm. Mal schauen. Theoretisch gesehen müsste es ja. Ja, irgendwo wirst du Höhenmeter machen. Genau. Die Alp hier oben und das Gebäude habe ich vorher schnell einmal gefunden auf der Karte. Ecken oder irgendwelche Namen und Bezeichnungen mit Ecken, wo wir jetzt hier sind. Ich sehe, weiter oben hat es einen Wegweiser. Und es geht nachher noch ein bisschen links rüber. Und ich glaube, dann stehen wir am Fuß vom Salistock. Und dann müssen wir dann schauen, wo wir hier idealerweise hinlaufen. Wir sind vorher an einem Wegweiser vorbeigelaufen. Er hat angezeigt Luthersee. Das ist unsere Richtung. Und es geht immer noch eigentlich auf der gleichen Straße oder auf dem gleichen Wanderweg geht es eigentlich führen. Es ist relativ einfach zu finden, der Weg. Man muss einfach auf dem gleichen Weg bleiben, von der Seilbahnstation her. Wir sind an einen Ort gekommen, wo es wieder zwei, drei Häuschen hat. Und ich denke, das Ziel ist hier oben. Ich denke, das ist der Salistock. Ja, Sabrina ist schon unterwegs. Wir verlassen den Wanderweg und suchen uns den Weg hier drauf selber. Ich denke, es hat so Spuren von einer Art kleinen Grätli. Wir werden dem gerade nachgehen. Es hat ziemlich geregnet. Es hat auch noch geschneit, Freitag und Samstag. Der Schnee ist größtenteils wieder weg da, aber der Pflotsch ist geblieben. Zum Teil war jetzt auch der Übergang ein bisschen sumpfig gewesen. Und ja, man muss es fast sagen, dreckig. Da vorne können wir aber auf die Wiese raus und da geht es die letzten paar Meter noch drauf zum Salistock. Der Abbiegeort war gut gewählt.
Wir haben schon ein bisschen Höhe gewonnen hier mit dem ersten Hügel. Ich weiß nicht, ob das der Luthersee ist hier unten. Ich kann es nicht sagen, könnte sein. Oder ob es einfach sonst ja, irgendein Tümpel ist. Auf jeden Fall, unser Weg geht weiter da drauf. Sabrina ist da schon ein bisschen weiter oben. Ja, und es geht in die Richtung weiter. Sabrina ist schon oben. Es geht noch ein paar Meter Ruhe. Ja, da hat es noch 3 cm Schnee. Ist noch nicht alles weggetaut. Aber es geht trotzdem zum Mulaufen. Der ist, ja, es hat noch zu wenig. Und man kann hier auf die Grasbucke schauen. Da. Kein Problem. Wir sind oben auf dem Salistock. Es ist wirklich ein spezieller Berg. Er ist hier fast im Tal rein, wenn man von hier filmt, Richtung Engelberg führen. Hat wirklich eine spezielle Position hier. Und ich glaube, es ist wirklich der Lutherbachsee. Ich habe immer wieder ein bisschen gerätselt, was es ist da unten. Aber ja, ich denke, es ist ein. Oder mal ein bisschen ausloten, in welche Richtung dass es wird funktionieren. Es wird sicher hier einen Ausschnitt geben, der könnte gehen mit den Reflexionen am Hutstock. Und hier wird es sicher rübergehen. Das wird auch möglich sein. Hier. Das helle Weisse hier ist der Brise und der Hobrise weiter hinten. Ja, ja, unten durch ist er schon wieder weg. Und oberhalb von 1800-1900 Metern ist es verschneit noch. Die Antenne ist etwa 3-mal runtergefallen, bis wir gemerkt haben, wieso. Es ist einer von diesen Mästchen oben, hat es einen Längsschlitz gegeben. Das ist das Röhrchen ist geplatzt und hat dann nicht mehr heben. Man hat es dank der Pflasterli und dem Band von der HB3XTZ von der Sabrina hat man es können reparieren. Sie ist oben ausgerichtet. Es ist auch alles angeschlossen. Und wir können mal probieren, wie wir von hier eine Funkverbindung auch anbringen. Aber ja, wir sind ganz vertraut im Gebiet. Sabrina, herzlichen Dank für die Verbindung, für den Summit to Summit. Und guten Abend nochmal zurück zu dir. HB3XTZ, HB9LK. Okay, tipptopp. Ja, nein, das ist wirklich ein schöner Hügel. Ich habe den vorher auch gar nicht gekannt. Er ist hier so ein bisschen umgeben von höheren Bergen. Also man schaut hier an den Hutstock, man schaut an die Titlis, man schaut hier wirklich an die höheren Berge her. Das ist aber selber, würde ich sagen, mehr ein Hügel. Also ist 1896 Meter. Und es gibt hier eine schöne, ganz kleine Zubringerbahn, die einem so ein bisschen in die Nähe fahren. Und dann kann man nachher noch zu Fuss weiter, das sind dann ungefähr 400 Höhenmeter. Aber wirklich sehr angenehm, am Schluss noch ein bisschen weglos, so eine Graspiste drauf, aber wirklich überhaupt kein Problem. Ja, das klingt gut, spannend. Da muss ich schauen, es könnte hier noch Kandidat werden für mich, Sabrina. Und ja, ist auch immer etwa von der gleichen Höhenkategorie wie da der Furkelenstock, 1699, glaube ich. Und ja, da ist das ja eine gefreute Sache und wir haben das Summit zu Summit jetzt doppelt. Sabrina, wünsch beiden noch einen guten Abstieg, beste 73 und bis bald. HB3XTZ, HB9LK Portal. Vielen, vielen Dank und dir weiterhin viel Erfolg und dann auch wieder einen guten Abstieg, 73. Ja, danke schön, 73 Sabrina. Der Funkbetrieb ist beendet und die Wanderung geht am gleichen Ort wieder retour, wie wir schon aufgekommen sind. Und darum möchten wir uns hier an dieser Stelle wieder von euch verabschieden.
danke vielmals fürs fleissige Schauen da von unseren Videos. Hoffentlich viel Spass bei euren nächsten Wanderungen oder Bergtouren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.